Ja, Freunde, Akira Toriyama ist wirklich verstorben. Das Ganze ist kein Witz. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe diese News gelesen und mir war sofort klar, dass ich diese Episode hier machen muss. Wer Akira Toriyama nicht kennt, das ist der Mann, der Dragon Ball geschaffen hat. Ich denke, Dragon Ball wird für die meisten von euch ein Begriff sein. Neben Dragon Ball gibt es noch mehrere Sachen, die der Mann auch geschaffen hat, aber Dragon Ball ist wahrscheinlich das, was die meisten beeinflusst hat und was die meisten kennen. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe diese News gelesen und für mich war klar, es gibt nur einen Weg. Ich muss eine Episode darüber machen und zwar keine Episode, in der ich mich damit beschäftige, dass der Mann gestorben ist und warum er gestorben ist und dass es sehr traurig ist, sondern ich möchte eine Episode darüber machen, was eigentlich die Legacy dieses Mannes ist, was er für mich hinterlässt und was er für mich eigentlich darstellt und wahrscheinlich für viele meiner Generation. Dazu habe ich einige Notizen ausgearbeitet, die ich mit euch jetzt einfach mal durchgehen möchte, gerade was das Dragon Ball Universum angeht. Dragon Ball hat seine Premiere in Japan weit vor Deutschland bekommen. Das war der 26. Februar 1986, da war die Erstausstrahlung von Dragon Ball. Das Ganze lief dann bis 12. April 1989 auf Fuji TV und hatte 153 Episoden. Damit begann alles. Die deutschsprachige Premiere kam tatsächlich dann erst am 30. August 1999 und lief dann bis 23. August 2000 auf RTL 2. 1999 war ich 8 Jahre alt. Dragon Ball Z hatte 291 Folgen mit je 22 Minuten und wurde vom 26. April 1989 bis zum 31. Januar 96 auf dem japanischen Fernsehsender Fuji TV ausgestrahlt und August 2001 zwischen 19 und 20 Uhr begann das Ganze dann bei RTL 2. Das ganze Franchise hat über 800 Episoden und über 19 Filme, beziehungsweise genau 19 Filme. Man muss sagen, dass zahlreiche Animes Dragon Ball inspiriert sind oder sogar in sich selbst eine Hommage an Dragon Ball haben. Ich mache euch dazu mal eine Verlinkung zu einer Internetseite, wo ihr genau nachlesen könnt, welche Animes alle sozusagen auf Dragon Ball referieren und genau an welcher Stelle Dragon Ball in diesen Animes vorkommt. Ihr werdet euch wirklich wundern, wie viele das insgesamt sind. Das ist echt krass. Ich wusste selber nicht, dass Dragon Ball so einen riesigen Einfluss auf viele Animes um uns herum hat, die wir auch kennen. Dazu gehören nämlich auch große Nummern wie One Piece, Naruto, Yu-Gi-Oh! Und sogar Pokémon. Also es ist echt krass, welchen massiven Einfluss Dragon Ball auf andere Animes hatte und nicht nur auf eine ganze Generation oder mehrere Generationen von Kindern. Es gab tatsächlich auch einige Posts, einige Statements von Kollegen. Der Macher von Naruto, der Macher von One Piece, die haben beide auch einen richtig langen und wirklich sehr, sehr emotionalen Post abgegeben heute zu der ganzen Thematik. Das verlinke ich euch auch mal, wenn ich das finde. Zur Not müsst ihr euch das übersetzen vom Japanischen ins Englische oder Deutsche. Das ist echt krass, dass die Kollegenanteilnahme da auch wirklich so hoch ist. Da sieht man halt auch einfach wieder, was für einen Einfluss der Mann auch in der Szene hatte. Toriyama selber wurde unglaublich stark von Jackie Chan inspiriert. Das kann man auch verstehen, wenn man sich darüber mal genau den Kopf macht, denn Jackie Chan hat ja eine perfekte Mischung zwischen Martial Arts und Comedy im Grunde kreiert und wurde damit ja unglaublich erfolgreich. Und wir alle lieben, glaube ich, Jackie Chan genau für diesen Style. Und das findet man natürlich in einem Charakter wie Goku unglaublich wieder. Und wenn man jetzt so diesen Direktvergleich mal macht, Jackie Chan und Son Goku, dann findet man schon ziemlich viele Gemeinsamkeiten, diese Mischung zwischen Martial Arts, Ernsthaftigkeit, aber auch immer wieder diese Freude, diese Lebensfreude, das Kindliche und der Fun bei der Sache. In meinem Leben ganz persönlich gibt es einen unglaublichen Schlüsselmoment, der mich mit Dragon Ball verbindet und das ist die Erstausstrahlung von Dragon Ball, denn die hat sich bei mir, warum auch immer, in meinen Kopf eingebrannt. Ihr müsst euch vorstellen, die Situation, die kann ich wirklich total zurückholen. Ja, ich sitze im Wohnzimmer, meine Mutter ist am Bügeln und ich weiß noch ganz genau, sie stand hinten rechts von mir und ich saß vorm Fernseher und es gibt im Fernsehen den Trailer von der Erstausstrahlung von Dragon Ball. Ich sitze da mit großen Augen und erwarte diesen Anime, den ich unbedingt gucken möchte. Und meine Mutter ist überhaupt nicht begeistert von der ganzen Gewalt, die da gezeigt wird. Das ganze Ding war ein Lauffeuer. Alle wollten Dragon Ball gucken. Ich bin in die Schule gegangen nächsten Tag und es war einfach ein riesiger Zirkus. Alle wollten es gucken, alle wollten wissen, was das ist. Und als es dann gestartet ist, war es halt ein Lauffeuer. Es ließ sich halt nicht mehr aufhalten. Wir waren halt alle begeistert, alle infiziert. Und von da wurde es halt nur krasser. Zehntausende Stunden draußen trainiert, Kamehameha gemacht, durch den Regen gelaufen und gedacht, ich wäre Son Goku. Wir haben Gogos gehabt, wir haben Caps gehabt, wir haben Karten gehabt, wir haben alle Zeitschriften gekauft. Ich habe hunderttausende Stunden in meinem Leben, wahrscheinlich, am Zeichenbrett gesessen und Son Goku gemalt, Vegeta gemalt. Meine Charaktere, die ich alle geliebt habe, meine digitale Familie, könnte man sagen, habe ich gemalt und versucht, dem nachzueifern, was Akira Toriyama produziert hat. Und es war einfach eine unglaublich glückliche Kindheit voller bunter Charaktere und bunter Erinnerungen.
Erinnerungen. Das Geisteskranke ist, dass der Stoff, den Toriyama kreiert hat, dass der so reißfest ist, dass das heute noch mich und viele Freunde aus meiner Kindheit, aus der Grundschule miteinander verbindet. Also es gibt heute noch eine Handvoll Freunde, die ich so krass mit meiner Kindheit und Dragon Ball verbinde. Wenn ich die heute anrufen werde nach dieser Episode, den sagen wir, ey, Akira Toriyama ist verstorben, Alter, dann werden wir wahrscheinlich viel über unsere Kindheit reden und unglaublich happy sein, dass wir das erleben dürften. Also das ist echt Wahnsinn, wie das ist im Grunde in meiner Generation wirklich teilweise auch ganze Freundschaften, ganze ja, Erlebnisse miteinander, eine ganze Phase von Erlebnissen ausgemacht hat. Diese Episode ist deswegen, wie gesagt, keine Episode über Toriyama und seinen Tod, sondern über seine Legacy und wie er eigentlich im Grunde für mich und wahrscheinlich Hunderttausende, Millionen von Menschen auf diesem Planeten einfach unsterblich ist durch sein Schaffenswerk. Ich habe Toriyama eine unglaublich interessante und glückliche Kindheit teilweise zu verdanken. Ist natürlich nicht der gesamte Teil meiner Kindheit, aber ein großer Teil meiner Kindheit, an dem hat Toriyama auf jeden Fall teilgehabt durch sein Schaffenswerk. Der Mann hat Japan irgendwie auch ein bisschen auf die Karte geholt. Animes wie Pokémon und alles, was dann auch noch da war, hat das natürlich auch getan, aber Dragon Ball ist definitiv ein großer Faktor, warum Japan für mich auf der Karte überhaupt existent wurde und nicht der Geografieunterricht von Herrn Gregor. Es mag für Nicht-Anime-Fans vielleicht ein bisschen merkwürdig sein, aber dieses ganze Konzept, die Musik, die Charaktere und das ganze Eintauchen in diese Welt hat wirklich oft in meinem Leben, gerade in meiner Kindheit, dafür gesorgt, dass wenn es mir mal schlecht ging oder ich nicht weiter wusste, dass ich mich vielleicht sogar an einen dieser Charaktere hineingedacht habe und zum Beispiel gedacht habe, was würde Goku jetzt tun und dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht aufgegeben habe. Das Ganze ging bei mir tatsächlich persönlich sogar so weit, dass ich im Gym damals, wo ich noch viel trainiert habe, viel im Fitnessstudio war, ja, die Musik gehört habe von Dragon Ball, mich das motiviert hat oder wenn es damals auf dem Fußballplatz, wo man mit Freunden ein bisschen gekickt hat, darum ging, extra hart den Ball ins Tor zu semmeln, dann hat man vielleicht eben mal kurz den Saiyajin-Modus angemacht und war halt einfach, keine Ahnung, vielleicht zumindest 15% stärker, als man es ohne Saiyajin-Modus gewesen wäre. Menschen wie Toriyama sind Helden, denn sie schaffen im Grunde etwas, was ja nicht alle Menschen auf diesem Planeten schaffen. Sie inspirieren Millionen von Menschen. Toriyama ist wirklich einer der Gründe, warum ich oft in meinem Leben weitergemacht habe, wo es nicht weiterging. Und er ist jemand, zu dem ich aufschaue, weil er mir zeigt, dass es möglich ist, seinen Träumen nachzueifern, wenn man nicht aufgibt, große Ziele damit zu erreichen. Aber das Allerwichtigste, Menschen zu bewegen, Menschen zu helfen, in jeglicher Form von Lebenslage Menschen zu motivieren, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und das über ein Medium wie Anime oder was auch immer. Der Mann ist definitiv nicht gestorben, denn er lebt in allen von uns, die wir Fans sind, weiter. Und das wird er wahrscheinlich auch noch für 1000 Jahre, wenn man sich dieses Franchise und die Power dahinter anguckt. Möge es Menschen wie Toriyama für immer und ewig auf dieser Welt weitergeben. Menschen, die uns motivieren, Menschen, die uns ja einen Weg zeigen, wo wir keinen Weg sehen oder die für uns einfach zu Helden werden. Ein Held ist von uns gegangen, aber er lebt in uns weiter und in seinen Figuren. Ich sage danke für eine fantastische Kindheit, für viel Spaß, viel Gelächter, für Freundschaften, die dadurch entstanden sind und werde die Charaktere als Familie jedenfalls in meinem Kopf immer bei mir haben. Danke, Toriyama. Mach's gut.